Moin meine Minecraft-Gamer und willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Mörderer Mystery. Zusammen mit Radiomacher, aka Buddies in Rage und Gaming Dragon. Moin. Moin. So, ich würde einfach mal sagen, es geht los. Viel Spaß. Wir spielen auf der Bibliotheksmap und zwar als Innozent. Und ich hoffe, von euch ist keiner Mörderer. Ja, also ich muss sagen, zu meinem Teil, ich bin Detected. Ich verkenne mich jetzt hier. Oh nein, ich bin so, und du bist tot. Ich bin tot. Nein. Da war der Mörder. Bist du schon? Wow. Seid ihr beide schon tot? Ihr bist du auch schon tot? Nee. Ich bin gerade am Mörder vorbeigelaufen. Ich hab meinen eigenen Tipp befolgt und bin nicht in den Mörder reingelaufen, sondern ich bin in den Tod gesprungen, weil ich keinen Bock mehr hatte. Ja. Auf jeden Fall. So regelt man. Genau, so regelt man das. Oh, ein Spieler hat den Bogen aufgehoben. An dich glaube ich auf jeden Fall. Der Steve Kopf. Ich bin über einen, ich sag mal, nicht ganz so bekannten Weg geflüchtet. Ich hab den Bogen. Ja, hast du? Der Steve Kopf. Nice. Okay, du bist gut mit dem Bogen, Ian, ich glaub an dich. Oder auch nicht. Oh nein. Du bist noch egal. Da ist der Bogen nicht, da ist er nicht. Der ist da oben. Aber der Steve Kopf ist auch da oben. Warte, ich guck mal. Der Steve Kopf ist auch da oben. Okay, so, ich hab jetzt den Goldbogen. Ja, okay, dann, warte, der Steve Kopf. Ist der da oben? Der ist da oben, der switcht aber immer. Der nice! Mörder has been spotted. Nice! Zack, Alter! Erste Runde. Den haben wir gekillt. Sauber, Leute, ich würde sagen direkt nächste Runde. Wir spielen wieder als Innozent auf der Freizeitpark-Map. Ich weiß nicht, wie diese Maps genau heißen, aber es gibt ja auch nur ein paar Maps. Von daher, denke ich, kann man die ganz gut verstehen. So, was seid ihr denn so? Innozent. Ja. Okay, wer ist das nicht? Rein rhetorische Frage. Wir gehen jetzt, glaube ich, erstmal ein bisschen auf Gold. Und ja. Ja, würde ich auch mal. Oh Gott, ich wurde gerade irgendwo umgebracht. Ja, das stimmt. Hier ist ein Hero Brian, der ist aber nicht der Mörder, sonst hätte der mich gerade umgebracht. Das ist der Lava King. Hat gerade ein Schwert. Wo war ein Schwert? Ja. Wer hatte das? Lava King. Okay, der Rode, okay. Ist einer von euch schon tot? Nein, ich lebe noch. Okay, na dann ist ja gut. Also als Mörder Noob bin ich echt. Ich glaube, ich habe ihn gerade sogar gesehen. Lava King heißt der. Okay. Der Detective ist tot. Lava King 170, okay. Detective ist tot, nice. Dann kann ich den Bogen von dem aufheben. Da ist noch ein Gold. Hast du den gerade aufgehoben, den Bogen? Nee. Oh shit. Oh nein! Okay, ich bin tot. Bist du tot? Wie ich einfach versuche, an dem noch vorbeizulaufen. Ja, ich war sowieso in der Sackgasse. Wenn ich jetzt da entlang gelaufen wäre, dann hätte der sein Schwert auf mich geworfen. Und da kann man nicht auf dem Rollercoaster auf der Bahn, genau, wie ihn gerade schon angesprochen Bahn. Hat. Rollercoaster in der Bahn, Auf der Achterbahn. Ja, auf Deutsch muss man das sagen, Leute. Nein! Ja, auf jeden Fall. Auf der Bahn, da kann der Mörderer das Schwert ja immer direkt werfen. Oh shit, da ist er. Scheiße. Oh. Ich bin eine der einzigen. Komm, wir machen jetzt die kinematische Szene. Ich bin jetzt nicht gut mir. Vielleicht der Mörder hätte vielleicht einfach. Oh nein! Ich wäre mit der Bahn. Wow. Schade. Lebst du noch? Nee, du lebst nicht mehr, ne? Ich bin gestorben. Okay, dann beobachten wir die beiden nochmal. Den Hero Brian und den Lava King. Komm, Alter. Ich glaub an dich, Hero Brian. Du schaffst das. Oh, er hat einen Bogen. Okay. Nice! Er hat's gemacht. Und aus irgendeinem Grund war die Facecam gerade eben nicht an. Nice. Sorry, Leute, aber. Aber, auf jeden Fall ist die Facecam jetzt wieder an. Es geht jetzt weiter. 18 ist natürlich relativ hoch. Aber wir sind natürlich mal wieder Inno.
Ist ganz klar gewesen. Oh. Ihr wahrscheinlich auch, ne? Naja. Na gut, wer ist das nicht? Ich bin auf jeden Fall Inno. Auf jeden Fall, 100%. Ja, wer ist nicht Inno? Jenes Mörderer. Nein. Hä? Warum sind eigentlich schon Leute gestorben, obwohl er noch gar nicht so einen Neid hatte? Ja, die sind runtergesprungen oder runtergefallen. Die hatten keinen Bock mehr. Ja, okay, aber komm, das waren 3 Spieler. Wie kann man so dumm sein? Wenn man die 3 Spieler ist, dann ist das ganz natürlich, dass man so schnell stirbt. Oder uns ist der Mörder. Hi. Hallo. Also ich bin nicht der Mörder, ne? Ach nee. Hi. Ich habe auch noch mitten ins... Schon wieder, Desti. Ich habe auf dieser Map voll Angst immer. Ich bin auf dieser Map voll immer auf Hochtouren. Speed Gonzales. Von daher konzentriere ich mich auf dieser Map auch immer. So richtig. Okay, Leute, wir schaffen das. Wir killen wieder den Mörderer, Alter. Hallo, guck mal hinter dich. Oh! Hi. Oh Gott, nicht da lang. Ich bleib mal bei dir. Jetzt wisst ihr zumindest, dass ich nicht der Mörder. Ja, gut. Das hat sie erledigt, Leute. Nächste Runde. Use Chat in 3 Seconds. Ich wollte gerade GG spammen, um Karma abzustauben, aber egal. So, wir müssen gar nicht cutten. Wir können hier direkt gleich in die nächste Runde. 4 zu 13, wie ist bei euch? 14 zu 3 und ich bin wieder innocent. 14 zu 3 und 4 zu 13, alles also, klar. Ich bin meiner Ehre. Ich habe die Ehre, Detektiv zu sein. Ja. Aber das ist eine coole Map. Das ja, die ist auch sagen. Cool. Auf der Map spiele ich auch gar nicht so oft. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich hatte diese Map noch nie oft. Alles klar. Also ich hatte sie noch nie, weil ich das erste Mal Mörder spiele. Wäre informativ. Ja, sehr informativ. Ne? Das hat es auch gebracht, sozusagen. Das wird schon wieder gekillt. Ja. Warum werde ich immer Gold, als erstes Gold. Soll ich euch spoilern, wer die Mörderin ist? Mörderin? Oh, es ist ein Weib. Ja. Okay, es gibt nicht so viele Weiber hier, ne? Ja. Weib, ich weiß gar nicht. Ja, soll ich euch spoilern oder wollt ihr ein bisschen. Okay, wir müssen also hier die Mädchen meiden. Lass uns rätseln. Okay, das war zuletzt im Kindergarten die Aufgabe. Die da! Hey, ich hab sie gefunden, oder in der Grundschule, ich hab sie gefunden, scheiße. Oha. Pass auf, ich kann ihren Spoiler. Oh, ich hab sie auch gesehen. Sie ist weg. Ganz sicher? Okay. Ja. Ganz sicher? Nein. Ich hab mich gerade ein bisschen verwirrt, weil ich aus Versehen auf die F-Taste gekommen bin. Ja, das ist bei mir weg. F5. Ist weg. Ich geh hoch. Ist auch hier ganz selten. Oh, oder? Immer gestorben. Das klingt immer, als wär's direkt neben einem, ne? Ohne Scheiß. Und es ist genau neben mir. Runter hier. Weg hier. Oh Gott. Ach, da bin ich auch gerade hochgeflogen. Mal gucken, ob wir uns treffen. Also ich bin hier unten irgendwo und laufe hier rum. Ne, das bist nicht du. Gibt's hier überhaupt einen zweiten Stock? Ja, es gibt einen zweiten Stock und da war ich gerade und da war gerade die Mörderin. Okay. Wollt ihr nicht mehr ins Endportal gehen? Hi. Ist die Mörderin ist die Mörderin hinter dir her? Nee, eigentlich nicht. Nicht, dass ich wüsste. Aber ich hab vergessen, wie sie aussieht. Wie sah sie nochmal aus? Das war diese braunhaarige. Braunhaarig, Polarbär, okay. Ja, Polarbär-Dings war das. Polarbär 1050. Oh Gott. Oh, Scheiße. Ja, Grund. Oh Gott. Haben wir? Geht in Snatter-Portal. Ach so. Ich hatte gerade ein Internet-Lag. Da ist ein Endportal, meinst du? Ja. Das ist ein Endportal. Warte, das ist aber nicht hier. Oh, ihr hättet jetzt je 13 zu 4. 3 zu 15. Was im Nether, im Endportal, meine ich, ist. Ihr habt's einfach nicht. Wieder Inno. Oh, auch wieder Inno, Alter. Ja, okay. Wenn du so belastet reagierst. Ich wollte mich verarschen, ich hab Angst, dass du mich umbringst. Ich hab Angst, dass du der Mörder bist. Nee, gar nicht, geht ja gar nicht. Du bist safe, okay. Der Mörder. Wer? Ich bin nicht der Mörder, Mann. Gitar. Safe. Ah ja, der ist locker der Mörder. Locker, Alter. Locker. Wie der sich nicht aufregt, locker, dass du Alter. Innocent ist. Hey, wie du sich halt nicht aufregst, dass du innocent bist. Bist locker der Mörder. Ich finde mich halt inzwischen immer damit ab, Inno zu sein. Ich glaube, ich weiß, wer der Mörder ist.
Okay, glaubst du? Nein, ich bin nicht der Mörder, keine Sorge. Aber ich glaube, es ist das Mädchen da. Ich glaube, es ist das Mädchen. Nein! Warte, ich teste das. Es war. Ich wusste, du bist es! Oh! Habe ich nicht gesagt. Ist der Detective gewesen? Komm! Alter! Und dann noch zu schlecht. LOL! Alter! Ich konnte nicht. Oh, er hatte Invincibility wahrscheinlich, ne? Ja, das wird sein. Okay. Ja. Der war direkt vor dir und als Spectator hatte der auch auf jeden Fall Invincibility, aber ja. Nee, Invincibility. Das meine ich, nicht Invisibility. Unbesiegbarkeitstrank, die gibt's ja hier. Ah, das ist blöd. Und jetzt bin ich definitiv Inno. Bei 1% Mörder ist das jetzt auch. Ich auch. Aha. Haben wir ja den Mörder gefunden. Wird so sein. Automatischer Neustart? Nein. Safe ist das eine Falle. Und der Detektiv wurde getötet. Ich habe mich so erschreckt, als das hat man mir null angesehen. Ich weiß aber, ich habe mich innerlich so erschreckt, dass einfach genau in dem Moment, als ich runtergesprungen bin, dass dann der Detektiv umgebracht wurde. Hey, LOL! Oh mein Gott! Ich war dabei, Ian, ich war dabei. Ich war dabei. Als du getötet wurdest. Oh nein! Ich hab den gesehen. Es war ein Internet-Lag. Ich hab ihn gesehen und dann war der Mörder an einer anderen Stelle. Und dann ganz plötzlich. Audible Cucumber. Hatte der auch immer das Schwert in der Hand. Und ich war sowas von weg. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Nein, das ist er nicht, keine Sorge. Oh mein Gott, oh mein Gott. Hör auf, Drachen zu vergewaltigen, Mann. Hätte nichts getan. Oh mein Gott, ich glaube, das ist immer noch hinter mir her. Ich schau mich nicht um. Auch nicht in der F5-Sicht. Okay, komm, eine Missile Potion. Von wegen Don't Look or It Takes You. Ich könnte ja rein theoretisch sagen, wer der Mörder ist. Radiomacher, aber. Ja, ich, komm, sag mal. Ich weiß, wer der Mörder ist. Und zwar ist es Audible Cucumber. Audible Cucumber. Okay. Cucumber, wahrscheinlich Cucumber. Cucumber. Gurke. So, ich habe gerade die ganze Zeit von ihm gefolgt. Blindness Potion. Ich habe eine Blindness Potion. Aber sowas von, Alter. Nein. Aber sowas von. Ich renne ohne Scheiß im Kreis. Er läuft in die andere Richtung. Okay, ich laufe auch in die andere Richtung. The Boy has been dropped. Das wäre die Chance, Alter. Wenn wir den jetzt in eine andere Richtung locken. Nee, der ist gerade nicht bei dir, nicht mal annähernd, glaube ich. Ja, OMG, Leute. Boah, Action pur hier. Ich muss aufpassen, weil es ist relativ spät am Abend. Es ist fast 10 Uhr abends. Deswegen wäre eine Mom mich aufwecke. Ich glaube, das ist Invisibility. Sind wir nicht die ganze Zeit? Hol mir den Bogen und dann. Mach das. Wo ist denn überhaupt der Bogen? Weil, wer ist noch? Du bist noch alive. Nur noch ihr drei. Ja. Also, Gitarre. OMG. Wow, ich habe ihn schon direkt schon wieder gesehen. Wo der Mörder. Ich habe den Mörder gesehen. Oh. Das ist meine Chance. Nein! Ich hab den Pfeil verzogen! Ich bin oben, ich war gerade direkt über dir. Ich hab den Pfeil verzogen! So, acht Gold. Nein, okay. OMG! Ein Bowshot, ich hab einen Bowshot. Oh, ich hab noch einen Bowshot! Scheiße, nein! Wo bist du? Du bist die letzte Hoffnung. Ich hab total vergessen. Es leben nur noch wir beide. Okay, es ist 1 und 1. Oh nein! Ah, oh, schade. Oh, aber Alter, war das eine spannende Runde. Oh. Das war aber so eine Dummheit von mir am Ende. In dem Fall kam es halt wirklich auf den Ping an. Aber der Detective-Bogen hat anscheinend unendlich Schuss. Der muss sich nur regenerieren, der Schuss. Das ist interessant. Man soll ja eigentlich bekanntlich dann aufhören, wenn es am schönsten ist. Leute, ich würde mal sagen, das war's mit dieser Folge von Minecraft Mörderer. Die anderen beiden sind jetzt natürlich noch in der Runde, aber ich würde einfach mal sagen,
Wenn euch diese Runde gefallen hat, dann lasst gerne eine positive Bewertung da. Schaut sowohl bei Buddies in Raid als auch bei ihnen vorbei. Sind beide unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und wenn es euch gefallen hat, dann Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Viel Spaß. Spaß. Ich kann nicht sagen, okay. Ja, okay, also du als sind wir noch in einer Party? Ich gebe dir mal einen Hinweis auf dem Weg. Du, also, ja, und warte, ich glaube, du bist nicht in der Party. Warte. Dann lade ich mal an.